diesem Tutorial wollen wir uns mit der Anzeige der Datenfelder rechts in der Elementtabelle beschäftigen. Wir sehen hier unsere Datenfelder, wo Index und Fläche angezeigt wird. Das sind unsere ersten beiden Spalten, Index und Fläche. Wenn ich ein einzelnes Element markiere, dann sehe ich immer das entsprechend aktivierte Element. Wenn ich einen Doppelklick auf das Element mache, dann wird immer zu dem jeweiligen Element in der Anzeige angezoomt und zentriert. Ich kann ein Element wählen, ich kann hier aber auch mit gedrückter Shift-Taste mehrere Elemente wählen oder mit der Steuerungstaste zusätzliche Elemente auswählen. Und dann bekomme ich jetzt hier oben in der Element-Tabelle zwei neue Summenzeilen angezeigt. Die erste Summe ist die Summe über alle Elemente dieser Klasse. Die zweite Summe, Summe Auswahl, ist dann im Prinzip die Teilsumme der jetzt in der Tabelle markierten Elemente. Das kann ich hier rechts in der Tabelle machen. Ich kann natürlich auch Escape sagen, dann ist alles wieder deaktiviert. Ich könnte dann ganz normal mit dem Werkzeugkammer einzelne Elemente anwählen. Und dann bekomme ich hier in diesem Grauton angezeigt, welche Elemente markiert sind. Und dann sehe ich eben bei Summe Auswahl, dass jetzt vier Elemente mit der Teilsumme ausgewählt sind. So, wenn ich jetzt hier rechts in der Tabelle neue Spalten hinzufügen will, dann können wir jetzt in die Klassenverwaltung gehen, Karteikarte Datenfelder. Und dann habe ich jetzt hier neu die Spalte für die Anzeigesteuerung der Datenfelder rechts in der Elementtabelle. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Datenfeld hinzufüge, zum Beispiel Faktor, nach rechts, dann ist das jetzt erstmal ausgeschaltet standardmäßig in der Anzeige. Und dann könnte ich sagen, nimm bitte Spalte 3. Oder ich möchte vielleicht zuerst den Faktor sehen und dann die Fläche. Dann sage ich den Faktor bitte auf Spalte 2 und dann wird die Fläche automatisch auf Spalte 3 gesetzt. Und dann sagen wir übernehmen. Und dann sehe ich jetzt hier alle meine Elemente. Neu hinzugekommen ist die Spalte Faktor und danach dann die Spalte für die Fläche. So, jetzt kann ich meine Funktion hier im Datenfelder bearbeiten, kann jetzt ein einzelnes Element anklicken. Ich könnte sagen, hier gebe ich jetzt einen Faktor von 1,5 ein, weil ich hier den Schwierigkeitsgrad für das Element erhöhen will oder weil das vielleicht eine Fläche ist, die in der Schräg, in der Leitung, in der Perspektive verkürzt dargestellt wird und ich ungefähr die Fläche ermitteln will. Dann sage ich übernehmen und dann bekomme ich hier rechts angezeigt, dass ich hier einen Faktor ungleich 1 habe und dass also die Flächenberechnung für dieses Element abweicht von der normalen kartierten Fläche. Ich kann jetzt auch hier zwei Elemente nehmen oder ein Element. Vergebe den Faktor 0. Das ist auch möglich. Dann werde hier rot gewarnt, dass dieses Element von der Flächenberechnung im Prinzip ausgeschaltet wurde mit dem Faktor 0. Das ist zum Beispiel immer dann möglich, wenn Sie zwei Fassadenansichten haben. An der Ecke der Fassade ist eben ein Stein, den Sie in beiden Kartierungsansichten markieren wollen und von der Mengenermittlung natürlich nur einmal berücksichtigen wollen. Und dann können Sie in der einen Ansicht den Fläche ganz normal stehen lassen und in der zweiten Ansicht setzen wir dann den Eckstein einfach auf 0. Aber er ist eben von der Anzeige her markiert. Und wenn ich hier oben auf den Kopf gehe, das heißt, Sie sehen den Tooltip, ne? Bei 1 kommt keine Anzeige, wenn ich hier auf Rot gehe, wird mir angezeigt Faktor ungleich 1 und hier Faktor gleich 0. Und wenn ich ganz oben auf den Tabellenkopf gehe, dann wird mir angezeigt, es könnte auch noch mit roter Warnung ein Faktor kleiner 0 sein. Wird von der Programmeingabe eigentlich nicht zugelassen, aber falls es doch passieren sollte, dann wird hier nochmal eine rote Warnung ausgegeben. So, jetzt gehen wir wieder in die Klassenverwaltung. Jetzt wollen wir hier diese Datenfelder erweitern. Das ist wieder Klassenverwaltung, Datenfelder. Und jetzt füge ich die Datenfelder Tiefe und Volumen hinzu. Ich möchte also mit der vorhandenen Fläche und einer eingegebenen Tiefe ein Volumen berechnen. Und dann kann ich jetzt hier gleich wieder die Spaltenreihenfolge definieren, die Tiefe dann auf 4 und das Volumen auf 5. Gehen wir wieder auf Übernehmen. Und dann sehen wir jetzt unsere beiden neuen Spalten für Tiefe und Volumen. So, und jetzt habe ich hier erstmal wieder dieselbe Einfärbung wie bei Faktor 0. Ich kann erstmal bei allen Elementen kein Volumen berechnen, weil mir halt der Tiefenwert fehlt. Also die Tiefeneingabe fehlt. Jetzt könnte ich wieder mit meiner Funktion Datenfeld bearbeiten, ein einzelnes Element markieren. Ich könnte jetzt sagen, Tiefe 5 cm, 0,05. Enter, Funktion übernehmen.
Und dann sehe ich jetzt hier meinen Eingabewert. Das heißt, Tiefe Wert ungleich 0 wird dann dementsprechend normal eingefärbt. Ich könnte auch sagen, ich markiere alle Elemente auf einmal in der Tabelle, rufe dann die Funktion auf Datenfelder bearbeiten und gebe erstmal allen Elementen eine einheitliche Tiefe von mir aus. Ein Dezimeter übernehmen. Dann ist es praktisch von der Färbung, sind alle Elemente nicht mehr eingefärbt, also Normalzustand, dass eben für jedes Element ein Volumen berechnet werden kann, weil ich halt für jedes Element auch eine Tiefe eingegeben habe. So, und dann kann ich im Nachhinein einzelne Elemente hervorheben, dass ich sage, hier habe ich eine andere Tiefe. Dann sage ich halt 0,15 übernehmen. Also bei dem Element sage ich dann von der Tiefe 0,2 annehmen. So, wenn ich jetzt hier mehrere Elemente markiere, dann bekomme ich jetzt wieder meine Teilsumme angezeigt und das eben nicht nur für die kartierte Fläche, sondern auch für das berechnete Volumen. Einmal das Volumen für alle Elemente und das Volumen für meine jetzt markierten Elemente. Jetzt gebe ich die Markierung wieder auf. Jetzt kann ich hier oben nochmal auf den Tooltip gucken. Und jetzt gibt es hier die Werte Tiefe 0. Die Farbe haben wir schon gesehen. Also wenn ich noch keine Tiefe habe, dann habe ich den Farbwert 0. Wenn ich in der Klassenverwaltung Mindestabrechnungsgröße definiert habe, das heißt, wenn das Volumen dann kleiner als die Mindestabrechnungsgröße ist, wird dann der entsprechende Wert eingesetzt, dann wird der Wert grün hervorgehoben. Der negative Wert wäre wieder rot und dann mit Volumenberechnungsfehler wird immer dann angezeigt, wenn der Tiefenwert so klein ist, dass das Volumen scheinbar durch Rundung 0 ist. Hier wäre dann die Frage, ob Sie dann hier mit Mindestabrechnungsgröße eingreifen. Und das wird dann eben entsprechend blau angezeigt. Mehr Informationen zu Metigo Map gibt es in unserem Online-Wiki-Handbuch, das momentan in Deutsch, Englisch und Chinesisch zur Verfügung steht. Weitere Tutorials finden Sie in verschiedenen Sprachen in der jeweiligen Playlist von Metigo Video auf YouTube. Über unsere Website können Sie sich über aktuelle Schulungs- und Messetermine informieren. Alle Links dafür stehen unten in der Beschreibung.